Servus zusammen und recht herzlich willkommen bei mir auf dem Kanal. Und wir spielen mal wieder den LS22 und wir sind auf einer neuen Map, ein neues kleines Projekt hier bei mir auf dem Kanal. Und ihr seht es schon, bei uns in der Ferne seht ihr den Kallestein und das heißt, wir sind in Kallebach. Die neue Map vom Kalle, die erst vor wenigen Tagen im Modhub zu bekommen bzw. zum Download zur Verfügung stand. Und da habe ich mir gedacht, da werden wir mal so ein kleines Zwischenprojekt machen. Mal sehen, wie uns das Ganze hier gefällt. So eine Art Tasted, so ein Angeschmeckt sozusagen. Wir werden hier ein bisschen als Farmmanager starten und werden ein kleines bisschen hier auf dieser Map arbeiten. Mal sehen, ob wir das, bevor die Oberschwaben kommt, noch als richtiges Projekt hinausziehen oder wie sich das Ganze eben hier verhält. Wie gesagt, Farmmanager heißt, wir starten nicht als neuer Farmer und haben schon die ganzen Standardgeräte, aber wir haben natürlich den Standardhof, den wir dort hinten schon sehen können. Aber ganz hinten am Horizont sehen wir den Fernmeldeturm auf dem Kallestein, 773 Meter über Normalhöhe. Und was wir auch sehen, ist da unten ein Lizard Truck, den ich eines der Geräte, das ich hier für dieses Projekt schon mal gekauft habe, zusammen natürlich mit unserem Pöttiger Mähwerk. Und wir werden uns dann auch gleich mal ansehen, was wir so alles haben, denn wir werden natürlich hier auch ein bisschen Viehwirtschaft machen, aber alles so ein kleines bisschen im kleineren Stil und auch nicht unbedingt die modernsten und größten Geräte. Ich glaube, das passt auch überhaupt nicht hierher. So steht es jedenfalls in der Beschreibung zu dieser Map. Deswegen haben wir auch hier einen Hydro International schon mal parat stehen, so als kleiner Traktor hier bei uns auf der Map, um zum Beispiel dann später das Gras zu wenden. Und natürlich den Klassiker, den Favorit 515, da haben wir hier von Fendt zusammen schon mit einem Silo King. Und da hinten ist eben der Händler, hier stehen schon weitere Geräte parat für die heutige Folge und natürlich unser Manitou, mit dem wir dann arbeiten wollen. Zum Beispiel auf dem Feld, um die Ballen einzusammeln. So, wir steigen in den Fendt. Und dann fahren wir mal nämlich zum unseren Kuhstall. Da habe ich schon mal vorbereitet die erste Silage bzw. das erste, die Totalmischung, die Total-Futtermischung für unsere Kühe. Denn den Kuhstall habe ich bereits gekauft. Die Ställe sind nicht unbedingt am Hof. Am Hof selbst hat es die Hühner. Und die müssen wir natürlich auch noch füttern. Das machen wir aber gleich mit dem Manitou. Dann bringen wir einen Sack Hühnerfutter hin und werden sozusagen erstmal hier ein bisschen die Sache zum Laufen bringen, bevor wir uns um die Felder kümmern. Ich habe zwei Wiesen gekauft und natürlich ein Getreidefeld, damit wir auf jeden Fall Stroh machen können. So, wir fahren jetzt erstmal hier am Hof vorbei, denn das hier ist unser Hof. Denn wir wollen erstmal zu unseren Kühen. So, wie sieht's denn aus? Ist hier Luft? Ich hoffe, da kommen wir gut rüber. So, links ist das Getreidefeld, das wir dann auch gleich ernten werden. Aber ich bin noch am Überlegen, ob wir uns auch gleich einen Drescher leisten oder ob wir den erstmal für die erste Ernte mieten. Ich denke, das würde es nämlich auch tun. Und hier kommen wir nämlich auch schon zu unserem Kuhstall mit Ballenlager. Und jetzt müssen wir erstmal sehen, wo wir das Ganze hier abladen. Ups, ich glaube, das passt nicht ganz. So, jetzt aber. So, dann machen wir mal erstmal die Hilfe nochmal ein. Und Abkippseite links müsste doch passen. Dann wird er sich doch hoffentlich hier gleich melden. Ja, hervorragend, Kalle. Sehr schön gemacht mit dem Trigger. Okay. Und dann sehen wir hier nämlich unsere Kühe, die hier auf dem Feld unterwegs sind. Und jetzt sehe ich auch, wir brauchen natürlich Wasser. Hier ist ein Wassertrigger, deswegen habe ich auch schon ein Wasserfass. Und hier geht es auch rein auf die Wiese, auf die Weide. Und dann können wir uns ja noch weitere Kühe kaufen. Wir haben im Moment Holsten oder Holstein. Und zwar, ich glaube, ja, da steht es ja, 6 Stück. 6 Stück sind schon mal da. Und dann gucken wir mal, wie es denen jetzt geht. So, Hühner haben wir auch schon ein paar am Start. Um die werden wir uns auch gleich kümmern. Und da haben wir doch tatsächlich gleich mit dem ersten Wagen, mit der ersten Fuhre hier das soweit voll gemacht. Und jetzt sollten wir auf jeden Fall noch ein bisschen Wasser holen.
Und dann würde ich sagen, lass mich mal ganz kurz gucken. Wir haben doch da, glaube ich, ja, aber da wird es schwierig reinzukommen. Dann fahren wir hier rein. Dann lassen wir nämlich den Futtermischer erstmal hier. Hier hat es, wie gesagt, auch ein Ballenlager. Das werden wir natürlich dann zukünftig auch benutzen. Denn wir werden hier auf jeden Fall überwiegend Ballen machen. Denn ein Silo, ein Fahrsilo habe ich jetzt, glaube ich, hier nicht gesehen am Hof. Aber wir werden auch gleich einen Hofrundgang machen. Sudele. Und dann schauen wir wieder, dass wir hier unfallfrei über die Straße rüberkommen. Oh, 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 da ist jetzt aber ganz schön Betrieb. So. Und dann machen wir hier schon mal gleich das Tor auf. Das geht nach innen auf und hier haben wir auf jeden Fall entsprechende Unterstände. Hier können wir unsere Gerätschaften abstellen. Dann haben wir hier unser Silo. Dann haben wir auch hier ein Ballenlager. Und da drüben haben wir natürlich ein paar Hühner. Hervorragend. So, da können wir hier auch gleich nochmal aufmachen. Sehr schön. So, die Wiese habe ich jetzt noch nicht gekauft. Aber ihr habt es ja gesehen, wo unser Lizard Truck steht. Hier steht bereits unser Anhänger drin, der gute Krone, den wir auch umbauen können. Dann eben zum Beispiel für Paletten oder für die Ballen. Sudele, dann haben wir schon mal fast alles gesehen. Motor an und dann fahren wir nochmal zurück. Und ich würde dann sagen, wir legen schon mal gleich los mit dem Mähen. Und wie gesagt, das Ganze so als kleine, ja, als kleines Zwischenprojekt, denn wir warten ja auch noch auf die Veröffentlichung natürlich von der Oberschwaben, die Map vom Yogi. Und da wollen wir natürlich dann ein neues Projekt, denke ich, draus machen. In der Zwischenzeit haben wir ja noch die alte Eiche, die Alteiche vom Kalle am Start. Und wir schauen einfach mal, wie uns hier diese Map gefällt. Ob wir das Ganze dann eben dann später noch weiterführen, fortführen. Hängt natürlich auch ein bisschen von euch ab, wie euch hier das Projekt bzw. die Map gefällt. Und welche Sachen wir dann weiterhin machen. So, jetzt müssen wir den Manitou ein bisschen zur Seite schieben. Auf jeden Fall. Obwohl es ja gar nicht mal so groß aussieht, haben wir die Gerätschaften ja alle hingekriegt. Ihr seht es ja auch da drüben. So, da drüben stehen ja auch weitere Geräte, die ich gekauft habe. Der Wickler bzw. die Presse und der Schwader. Die werden dann einfach hier nebendran hingestellt. So, ach, da fällt mir jetzt gerade ein. Hm, nicht nachgedacht. Stopp, stopp, stopp. Wir brauchen hier beim Händler, wo ja auch die Werkstatt ist hier drin. Und interessanterweise kommt mir der irgendwie bekannt vor. So, wir brauchen noch ein bisschen Futter. Ein bisschen Futter für unsere... Haben wir da jetzt nicht explizit? Doch, da haben wir doch Hühnerfutter. Ja, zack. Und das schnappen wir uns natürlich mit dem Kollegen Manitou. Da sind wir jetzt mal ganz flexibel, weil ich denke doch... Ich denke doch, dass wir hier das Ganze doch mit den Spießen hier mit aufnehmen können. Ist vielleicht nicht die ganz feine englische Art. Aber es müsste doch gehen. Weil dann kommt nämlich der Manitou gleich rüber zum Hof. So, hier sind ein bisschen arg viele Bäume, ne? Aber im Wald ist damit zu rechnen. So, nimmt er das? Hervorragend, er nimmt es. Und dann haben wir nämlich auch die Hühner gefüttert. Dann kann die nämlich auch schon mal loslegen mit der Produktion und mit Erträgen für unseren Hof. Sehr schön. Und dann schicken wir gleich hier unseren Lizard Truck los. Und
Und ihr seht ja, wir haben noch jede Menge Kohle auf dem Konto. Also wir sind auf jeden Fall flexibel. Wie gesagt, als Farmmanager, da hat man dann ein Startguthaben von 1,5 Millionen. Und man muss auch sagen, dass eben hier die entsprechenden Felder, der Hof und alles ist moderat, absolut von den Preisen. Also deswegen kann man hier schon einiges kaufen und starten. So, jetzt schauen wir mal, wo das Ganze hier reinkippt. Da geht's los. Okay. Ja, man sieht's auch. Dass hier natürlich auch die Trigger und so weiter nicht allzu groß sind. So, das ist der Schlaftrigger. Da sind die Tiere. Dann schauen wir mal. Da müssen wir noch ein bisschen holen. Aber ich denke, wir kommen da mit den 10 Hühnchen und dem Hahn, der natürlich dann auch wieder einen Namen braucht, kommen wir, glaube ich, erstmal hin. So, wir stellen den jetzt erstmal irgendwo rein. Den brauchen wir erstmal für den Moment nicht. So. Ja, hier steht er ganz gut. Dann gehen wir mal Wasser holen. Dann geht's ans Mähen. So, mit dem Fass sind wir eigentlich flexibel. Damit können wir sowohl Wasser als auch Milch holen. Beziehungsweise abtransportieren. 5500 Liter sollten auch am Anfang reichen. Jetzt müssen wir mal ganz kurz in die Karte gucken. Es gibt hier mehrere Trigger. Mehrere Wassertrigger. Also hier oben nicht. So, hier ist Wasser. Und da gibt es einen Wassertrigger. Hervorragend. Also das heißt, wir fahren einfach... Ja, oder fahren wir hier lang und einmal hier rum, damit wir ein bisschen die Map sehen. Dann machen wir das doch einfach so. Okay. Dann einmal die Karte eingeblendet. Und dann fahren wir da einfach rechts über den Bach. Und dann gleich wieder links an der Mühle vorbei. Eine kleine, feine Karte, die hier der Kallenbach, der Kalle, nicht der Kallenbach, der Kalle hier wieder gebastelt hat für uns mit der Kallenbach. Und ich glaube, das Ganze gehört auch zur Gemeinde, nicht Gemeinde, zum, wie nennt man das denn? Landkreis Frühling oder so ähnlich. So, und jetzt sehe ich, hier haben wir ja auch schon einen Trigger, einen Wassertrigger. Auffüllen. Und man sieht, es kostet nichts. Es kostet nichts. Also hier kriegen wir kostenlos Wasser für unsere Kühe. Da hat es dann auch eine Pferdekoppel. Und es gibt dann auch noch Schafe und Schweine. Und wie man sieht, auch Fußgänger. Sodele, dann fahren wir hier am Bach entlang. Und hier haben wir auch schon wieder den Ortseingang. Und da schauen wir uns das Ganze mal an. Verkehr ist gerade keiner. Genau, Kallenbach, Kreis Frühling, so heißt es. Und da ist das Dorf, wunderbar. Oh, da hat irgendjemand noch gemalt. Ein Herzsche. Sehr schön. Jetzt aber rüber. Dann fahren wir hier ganz kurz mal, damit wir es gesehen haben, an der Mühle vorbei. Da werden wir dann unser Getreide hinbringen. Die Mehlmühle am Bach. So, hier vorne geht es gleich wieder links. Und auch hier hätten wir einen Wassertrigger direkt in der Nähe. Bei unseren Kühen. Sehr schön. So, Dele. Jetzt, Dele. Einmal das Gatter aufmachen und dann geht's rein.
Ja, schon ein bisschen hier vorgefahren, damit man ungefähr weiß, wie man fahren muss. Das sieht gut aus. Auch hier, der Trigger funktioniert hervorragend. Dann schauen wir gleich mal, was die Kühe jetzt haben. Sehr schön. Wasser ist dann auch genügend erstmal drin. Milchstroh. Wir müssen hier Stroh einwerfen. Ja, natürlich müssen wir Stroh einwerfen. Und das müssen wir aber auch erstmal produzieren. Aber das machen wir ja direkt auf der anderen Seite hier auf dem Feld. Das wird natürlich für den Stall sein, das Stroh. So, dann machen wir auch hier wieder das Gatter zu, damit die Kollegen hier nicht aus Versehen. Hallo? Hallo? Hä? Tor schließen, jetzt. Aus Versehen auf die Straße laufen. So, wo machen wir das Wasserfass hin? Ah, das können wir, glaube ich, irgendwo hier parken. Sehr schön. Wunderbar. Dann springen wir jetzt in unseren MB-Truck und dann MB-Truck. Lizard Truck 1100. Und dann geht's los. Dann fangen wir mal an, hier zu arbeiten und ein bisschen zu produzieren. Hier auf dem Feld, würde ich sagen, machen wir Heu. Und dann haben wir noch ein zweites Grasfeld, ein etwas größeres Grasfeld. Da werden wir dann Silage machen. Dazu brauchen wir natürlich noch einen Wickler, denn wir haben hier nur eine Presse. So, da haben wir wieder mal das wunderbare Mähwerk von Pöttinger. Wahre Pracht. Eine wahre Freude, das hier starten zu hören. Und mit dem Lizard Truck macht es auch richtig Spaß, hier übers Feld zu fahren. So, kann man den Rand mitnehmen? Ja, okay, das geht. Auf der schönen Kallebach sind wir jetzt unterwegs hier an einem neuen Projekt. Neben der Alteiche, der Galgenberg und natürlich neun Mini-Brunnen. Und da müssen wir da mal schauen, wie wir das hier in Zukunft hinkriegen. Und dann steht ja bald hoffentlich an die Oberschwaben, sofern das alles klappt. Und wir das natürlich auch auf der Konsole bekommen. So. Fahren wir jetzt mal hier hoch und dann lassen wir mal den Helfer arbeiten. Mal schauen, ob er das so weit hinkriegt. Ja, das müsste aber funktionieren. Weil dann springen wir nämlich jetzt hier in diesen wunderschönen Case hinein. Spannende Geschichte auch. Wahnsinnig. Und der hat auch richtig PS und kommt auch vorwärts. Ich glaube, genau das richtige Gerätchen, um dann hier zu wenden. Und vor allen Dingen das richtige Gerätchen, um hier richtig die Atmosphäre aufzusaugen von dieser wunderschönen Map. So, dann schauen wir mal. Dann schauen wir mal. Ja, er kommt jetzt hier runtergefahren. Ja, ich bin gerade überlegen, vielleicht sollte man ihm hier doch noch helfen. Huch, ah, jetzt hat er vorne das Mähwerk nicht runtergemacht, klar. Aber was nicht passt, wird passend gemacht. Ja, das müsste jetzt so ungefähr hinkommen.
So, dann klappen wir hier mal aus. Wir setzen hier bei der Grasbearbeitung überwiegend auf die Marke Pöttinger und Krone. Hervorragend. So, jetzt haben wir ein kleines Vorgewende. Das passt soweit. Ja, ein kleines bisschen rechts rüber noch. Ich glaube, wir haben da irgend sowas knapp um, kann es sein, 9 Meter? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr, was wir hier für eine Arbeitsbreite haben. Hervorragend, sehr schön. Dann schicken wir hier doch jetzt gleich mal den Helfer los. Und ich darf mich recht herzlich bei euch bedanken für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann natürlich gerne ein Däumchen da lassen und wir werden uns hier noch... ich glaube, jetzt übernehme ich doch lieber. Vorsicht! Vorsicht! Ha, jetzt hat einer gecrashed. Also, wir werden uns jetzt zukünftig hier noch ein bisschen auf der Kallenbach unterwegs sein. Und wenn es euch gefallen hat, ergänze ich nochmal, gerne ein Däumchen da lassen, würde mich freuen. Und wir sehen uns dann zur nächsten Folge wieder hier. Auf diese wunderschönen Map vom Kalle. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen, sage tschüss, tschüss, bis zum nächsten Mal.